Hi Till. Hi Enrico. Was ist los, Till? Ein neues Abenteuer wartet. Was denn für eins? Nehmt eure Angel mit, das werdet ihr gleich erfahren. Okay, wir kommen gleich. Hallo, ich bin der Till, der Freund von Enrico. Ich habe die beiden eingeladen, an unserem Teich Fische zu fangen. Und wir haben den Till eingeladen, mit der Fuffi durch den Wald mit unseren Scootern zu fahren. Danach fahren wir direkt zu den Teichen. Jungs, seid ihr alle startklar? Ja. Till, du auch? Ja. Gut, Fuffi, du auch? So, Jungs, dann fahrt schon mal los. Fuffi, los geht's. Aber nicht so schnell fahren. Fuffi, komm. Fuffi, jetzt will sie ein paar Ehrenrunden drehen. Fuffi. Fuffi. Zu dem Herrchen kommt sie. Hat auch Spaß gemacht, oder? Ja. So, jetzt gehen wir Fische fangen. Jetzt hier Fische fangen und wir machen zwei Challenges. Ja, wir wollen die Erwachsenen gegen die Kinder. Wer am schnellsten die Fische gefangen hat und die größten Fische und das meiste Gewicht, die haben gewonnen. Genau, also zuerst jeder darf einen Fisch fangen, die Fische werden gewogen. Dann haben wir einen Gewinner, der den schwersten Fisch gefangen hat, das werde ich sein. So, und dann werden die Fische von Enrico, Leon und Till zusammengewogen. Dann gibt es eine Summe, die drei Fische und vom Robert. Vom Oleg und von, ja, von uns. Unsere drei Fische, die wir fangen, die werden auch zusammengewogen. Da gucken wir, ob wir als Team die Kids geschlagen haben. Genau. Also ich glaube, wir machen das. Und für die Verlierer haben wir uns noch nichts überlegt, aber das fällt uns dann noch ein. Ja, ja, ich bin dafür, dass die Verlierer ins Wasser gehen. Ja, ich auch. Oder nach Hause laufen. Oder so, ist ganz schön weit bis nach Hause hier im Wald. Ausnehmen, okay, das können wir auch machen. Ja, ausnehmen. Gut. So, seid ihr bereit? Ja. Dann machen wir unsere Angeln fertig. Ach so, Fuffi ist auch noch dabei. Fuffi, komm mal her. Was willst du fangen? Die kriegt Körner. So, dann macht euch bereit. So,
wir fangen jetzt an, wir stoppen die Zeit und wir gucken mal, wie lange wir brauchen, 3 Fische zu fangen. Wenn hier überhaupt Fische drin sind. Vielleicht seid ihr gleich ganz Tag hier am Angeln und passiert nichts. So, Zeit läuft ab jetzt. Ja, pass auf, dass du bitte nicht den Baum wirfst, Till. Leon, pass auf, dass du nicht runterfällst. Enrico, du brauchst nicht zu lachen, du rutschst gleich da ins Wasser rein. Auch rein. So, das Netz steht da. Till hat was. Till, was hast du denn? Till, was machst du denn immer? Eigentlich schneidet es auf. Hey, Mutti, Mais. Ja, guck. Ja, der Mais ist ab. Ich hatte einen. Pack nächstes Mal hier an der Schnur und mach zack und dann hängt er auf jeden Fall schon mal am Haken. Der Till hat nach gefühlter Stunde den ersten Fischkontakt gehabt. Ja, Leon. Wie sieht's bei euch aus? Oh, hier ist schön warm, gell? Nach 17 Minuten haben die immer noch keinen Fisch. Ja! Leon hat den ersten Fisch. Ja! Ja, moin! Leon, du hast zu schnell rausgedrillt, bis ich die Kamera angemacht habe. Ja, aber da wart ihr schon. Ich habe keine Lust, dass die meine Angel gleich abbricht. So, wer macht den Tod? Leon muss den tot machen. Fisch gefangen, Fisch tot machen. Und gleich noch ein Herzstich. Check, Enrico. Das war der rausgeschmissen ist. 1-0 für uns. Papa. Yay. Ab hier? Danke, Puffy. Oh, Enrico! Ja! Ja! Alter! Ja, nice! Wieder! Auf Gummifisch! Ja! Boah! Enrico! Ja, endlich! Dein erster riesiger Fisch, ja? Am Rhein fängst du ja nur die Grundeln. Da. Dem Barsch, Warte mal kurz, dann können wir die erstmal oder? Ja! Halbe Stunde, 2 Fische. Till, du musst noch jetzt einfangen. So. So, Leon, wie schwer ist dein Fisch? Wiegen wir erstmal deinen. Wie viel? 1140 Gramm. Also ein Kilo. Knapp über ein Kilo. Ah. So, jetzt Enrico seiner. Schade. What? Merkt ihr die Zahl? 1140. Aber was zum Schreiben? Hier könnte man aufschreiben. 1140? 1280 hat der Enrico. Ja, Leon, seiner ist auch fetter als meiner. Ich hab gar nicht. Hey, wir haben beide. Enrico, dein ist ein bisschen schwerer. So, Till, jetzt geh. Fang du noch ein. Ja. Ciao, ich fang jetzt an. So, wer nimmt jetzt aus? Ich oder was? Jetzt hat der Till auch einen. Okay. Warte mal, Till. Der sieht auch ziemlich dick aus. Till,
Pass auf, nicht auf die Angel treten. Vorsicht. Richtig vorne auf den Kopf. Drei mal. Halt mal, Papa. So. Halt mal, Leon. Aber. Noch ein. Der Mund ist noch nicht auf. So, das war's. Der lebt immer noch. So, Vorsicht. So, jetzt guck, Leon, da ist die Angel, Vorsicht. Der lebt noch immer. Gucken wir mal, wie viel Zeit ihr dafür gebraucht habt. Leon, lassen, der ist schon tot. Muss man jetzt noch abstechen. Also, 42 Minuten habt ihr gebraucht. Jetzt wird dein Fisch gewogen. Ich hoffe, mehr als 100. Seid froh, die werden zusammengewogen. Meiner ist bis jetzt der meiste. 1, 2, 8. Top dich. So. 102. Der Taubenmann wiegt jetzt deinen Fisch. Der neue Taubenmann. So. 1090. Ja. Knapp über ein Kilo. Ah. So, Robert. Jetzt legen wir nach. Jetzt zeigen wir den Jungs, wie man das macht. Oder? Ich würde sagen, wir brauchen höchstens 20 Minuten. Da sind wir raus, ja. Alles klar, dann legen wir los. Gleich nach einer Stunde passiert immer noch nichts bei uns und dann haben wir noch ein großes Mundwerk gehabt. Jetzt habe ich auch einen. Ich hoffe, der hat gleich 4 Kilo. Jungs, ich hab einen. Oh, der hat einige. Ui, ui. Ich glaube, der schickt schon für alle. Ja. Hast du? Jawohl. Gib's ihm. Nein. Ich schlag ihn hier. Kann ich diesmal schlagen, bitte? Ich erschlag ihn. Finger weg und gib's ihm. So. Du kannst, wenn du willst, auf meine Angel weiter angeln. So, Leon, jetzt wiegst du meinen Rekordfisch. Rekord? Hier durch? Wodurch? Ja, der hat aber erstmal durch die Kiste. So. Ah. 1200. Was? Nein! Wie viel? 1310. Nein! So, Platz 1 schon mal für mich. Aber wie viel Zeit habt ihr noch? Robert! Nein. Der hat so, den Rekordfisch! Halt mal, wie viel? 1310. 1310. Genau. So, wir haben jetzt gebraucht, wie lange? 200. Bin ich gespannt. 23 Minuten. Was? 24. Okay. Wir müssen noch zwei Fische fangen. Wir haben jetzt Zwischenstand. Die Jungs haben eigentlich gewonnen bis jetzt. Die haben alle drei Fische gefangen. Wir haben einen. Aber unser Fisch ist der schwerste. Jetzt haben wir aber erstmal ein bisschen Hunger. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Und danach geht's weiter. Genau. Von der Zeit her, die haben 42 Minuten gebraucht. Wir haben schon fast eine Stunde hier am Angeln gewesen und bis jetzt nur einen Fisch gekriegt. Aber unser war bis jetzt der schwerste als Team mit Robert. Und ja, 1-1. 1-1, nach dem Essen geht's weiter. Und dann machen wir in Summe nochmal den zweiten Punkt, dann gehen die schwimmen. So. Bis dann.
Was habt ihr denn hier? Kaulquappen. Boah, da ist noch. Da sehe ich, habe ich gerade ein Ei gesehen. Da ist ein Ei. Oh, schon wieder genau ein Ei reingepackt. Ey, Till, guck mal, hier ist ein Ei. Was wollt ihr mit denen machen? Ja, an die Franzosen verkaufen, wenn die älter sind. Ach so, ihr wollt Frösche züchten. Ja, und dann verkaufen ja, zum Mongolen oder so, zum Chinesen. Ich glaube, die werdet ihr selber essen. Ja, sieht ganz aus, das kann auch sein. Im Sinne gewesen. Dann müssen wir das Wasser. So, das Abenteuer heute ist vorbei und die Challenges sind auch gemacht. Ja, und wir haben den Robert verloren. Wir haben nur einen einzigen Fisch gefangen. Robert, warum hast du keins gefangen? Keine Ahnung. Die Jungs haben alles rausgefangen. Das waren die letzten 4 Fische. Leider. Ja, deswegen. Die haben als Erster angefangen, deswegen haben die auch gewonnen. Haben die auch gewonnen. Hätten wir angefangen, hätten wir gewonnen. Ja, aber ich habe dann noch große Fische gesehen. Wir haben gesehen, aber nicht gefangen. Deswegen, die haben in 42 Minuten 3 Fische gefangen. Also wir sind die Gewinner! Wir haben den schwersten Fisch rausgeholt. Zwar nur einen, aber egal. Wir haben verloren, deswegen gehen wir ins Baden. So. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt hätten wir springen müssen.